Der aktuelle Anlass für diesen Filmbericht ist der Taifun, der jetzt im Mai 2019 die Ostküste Indiens getroffen hat. Glücklicherweise gibt es dieses Mal nur wenige Opfer. 1999 war der Küstenbereich des Bundesstaates Orissa von einem der schwersten Taifune getroffen worden, mit mehr als 10.000 Toten. 4 Jahre davor, im März 1995, hatten wir dieses Gebiet mit dem Fahrrad erkundet. Sehr viele von diesen freundlichen Menschen, denen wir unterwegs begegneten, werden 4 Jahre später Opfer der Katastrophe von 1999 werden. Deshalb sind die Eindrücke und Begegnungen, die wir während unserer Radtour erfuhren, im Nachhinein besonders wertvoll. Wir wollen mit dem Fahrrad Indiens nördliche Ostküste erkunden, mit den Bundesstaaten Andhra Pradesh, Orissa und Westbengalen. Start ist die Stadt Visakhapatnam, Ziel ist Kalkutta. Wasserpause an einem winzigen Dorf bei Vizianagara. Endlich haben wir in Tekkali ein Quartier gefunden. Das Inspection Bungalow ist direkt neben der Polizeistation und stammt noch aus der britischen Kolonialzeit. Der Sohn der Verwalterin berechnet uns pro Person 2,70 Mark für die Übernachtung. Die Landschaft ist grüner geworden mit vielen Palmen und bewässerten Reisfeldern. Kurz vor Berhampur biegen wir mutig ab in eine Nebenstraße, direkt zum Meer bis nach Gopalpur. Die Kleinstadt Ramba liegt am südlichen Ende des Chilka Lake. Der Chilka See ist ein riesiger Binnensee, 70 Kilometer lang und bis zu 15 Kilometer breit. Wir wollen in 7-stündiger Bootsfahrt den See überqueren und auf dem jenseitigen schmalen Nehrungsstreifen weiter nach Puri radeln. Der Fahrtwind macht zusammen mit dem Seewind die Wirkung der sengenden Sonne gut erträglich. On the water. Die meisten Boote sind nicht mit einem Motor ausgerüstet und müssen gestarkt werden. Bei Fahrt in südlicher Richtung stellen die Fischer die Plane hochkant als Treibsegel auf.
Zwischen den langen Reihen von Bambuspfählen sind Netzreihen für den Fischfang gespannt. Korb rein, warten, hoch, schauen, keine Beute, wieder Korb rein. Nachmittag an der Anlegestelle Santa Para. Unser Boot fährt auf dem Rückweg mit deutlich mehr Fahrgästen. Dazu kommen noch 3 Motorroller und 10 Fahrräder. Übrigens sind die meisten Fahrgäste Nichtschwimmer. Radeln auf einsamster Küstenstraße von Puri nach Koranak. Teepause. ধরা পড়ি গলা Es wäre schön, wenn diese beiden eifrigen Mädchen die Chancen hätten, eine Schule zu besuchen. Mittags erreichen wir Kundarak. Der winzige Ort verdankt seine Bedeutung den Ruinen des mächtigen Sonnentempels aus dem 13. Jahrhundert. Die riesige Anlage war im Laufe der Zeit vergessen worden und wurde von Flugsand bedeckt. Eher zufällig entdeckte erst 1904 ein britischer Kolonialoffizier diese Reste. Wieder sind wir die einzigen Europäer hier weit und breit. Die Wände aus massiven Steinblöcken sind voller Reliefs und Figuren, häufig auch recht erotisch. Der Tempel ist angelegt wie ein riesiger Wagen aus Stein mit 24 gigantischen, detailgenau aus massivem Stein gehauenen Rädern. Laut Karte gibt es hier überhaupt keine Straßen. Reisfelder. Jedes ist durch niedrige Lehmwälle einzeln eingedämmt. Durch die Bewässerung ist hier ganzjähriger Reisanbau möglich.
Nebeneinander stehen einzelne Reisfelder in unterschiedlichen Reifestadien. In einem Feld wird gerade der unter Wasser stehende Boden von einem Zähmflug vorbereitet. Auf diesem Feld sind bereits die jungen Reiskeimlinge gesprossen und ragen mit ihren Spitzen in hellem Grün aus dem Wasser. Sie werden herausgezogen, gebündelt und zu den bereits vorbereiteten Feldern getragen, wo sie unter Wasser in den Boden hineingedrückt werden. Hier wachsen sie bis zur Reife. Hallo. Hallo. Digga. Meeresblick. Am Holztisch einer kleinen Teebude. Der Wirt mit indisch dunklem Teint. Von Weitem hören wir lautes Kindergeschrei. Sollte es hier am Ende aller Straßen und Sandpfade noch eine Schule mit so vielen Kindern geben? Wir sind am Ende der Welt. Das Sträßchen endet im Dorf Rasulpur an einem kleinen Fähranleger. Hier ist auch die Endstation des lokalen Busses und eine kleine Teebude. Die Bude ist gleichzeitig ein kleiner Krämerladen. Der Besitzer spricht gutes Englisch und ist außerordentlich interessiert. Mein Name ist Nandagopal Sahu. And you, we are, this village is? Village is Rasulpur. Rasulpur. And that's your wife? No. Ah, yes. My but sister. Your sister? And her name? Sanda Khadwa. Der Mann erzählt, dass täglich internationale Radioprogramme hört. You have heard Deutsche Welle? Deutsche Welle. Yeah, I am every day the Deutsche Welle radio. Yeah. And now at 8:45. And the news in Hindi? News in every program. Yeah. And you also listen to BBC? Yes, BBC. Yeah. BBC Hindi after 11 and 10:45 p.m. And also American radio? Yes, so American Voice of America. Yes, you also listen to the Voice of America? Yes. Every day? Every day. Every day, and I'm very like this program also. So then you're very well informed. Yeah, because Children? My children. Yes, have you? My three daughters. Three daughters, and they're going to school? Yes, sir. And they're learning English? Little English. Yeah. But in India, first mother tongue is Bengali. Yeah, of course. Do you like daughters? I like daughters. Yes, yeah. Many Indians do not like. No, no, like. Vier Jahre nach unserem Besuch wird dieser Küstenabschnitt von einem Zyklon getroffen werden mit Tausenden von Toten. Endlich ist das Fährboot da. Beim Einsteigen kämpft jeder für sich. Hier gibt es keine Vorrechte für Touristen. Dafür hilft uns in rührender Weise ein alter Mann mit weißer Moslemkappe. Wie viele wohl schwimmen können?
Als wir unsere Fährgebühr bezahlen wollen, erfahren wir, dass sie der alte Mann für uns übernommen hat. Für den einfachen Mann bedeutet diese Ausgabe den Gegenwert einer Mahlzeit. Wir sind tief beeindruckt. Hier fahren keinerlei motorisierte Fahrzeuge. Für die Flussübergänge gibt es nur die kleinen Personenfähren. Verkehrsmittel sind nur Ochsenkarren und Fahrräder. Weiter Fahrt auf der Dampfrode. Unsere Fahrt verläuft fast immer auf der Krone der Schutzdämme entlang, die gegen Überflutung während der Monsunregen und gegen Zyklonstürme schützen sollen. Nach 2 Stunden flotter Fahrt wieder ein Flussübergang. Der Kassierer sammelt das Fahrgeld in Kleinmünzen und Scheine. 1 Rupie pro Person. Der Kassierer möchte von uns 100 Rupies haben. Ein absoluter Wucherpreis. Das wäre mehr als die Gesamteinnahme von allen übrigen Fahrgästen zusammen. Martin tut so, als verlange der Mann von uns 100 Dollar. Die Preisverhandlung verläuft freundlich und auch humorvoll. Martin zählt in der Hand des Kassierers die bisherigen Einnahmen. Wir geben den Mann schließlich von uns aus 10 Rupies. So hat er sein Gesicht gewahrt und dabei immer noch deutlich mehr eingenommen. Wir haben Europas Ehre mit Erfolg verteidigt und sogar einige Rupies für die nächsten Gläser Tee gespart. Wir nähern uns unserem Ziel, Kalkutta.